Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Frieder Wiener, für die Predigt. Wir dürfen wieder aufstehen bei Jesus. Er hält uns nicht am Boden. Und das gibt uns Grund zur Hoffnung und es gibt uns auch Grund für Menschen zu beten, die vielleicht im Moment am Boden sind. Deswegen wollen wir jetzt Fürbitte halten, besonders auch für die, die in der vergangenen Zeit einen Unfall erlitten haben, die jetzt wirklich physisch sich hingelegt haben mit Motorrad, wo es vielleicht nicht gut ausgegangen ist, wo Angehörige trauern oder Leben total verändert sind. Und wir wollen auch gern für die Arbeit von CMA beten. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir danken dir für das, was wir eben gehört haben. Dass du nicht darauf wartest, dass wir in der nächsten Ecke aus der Kurve fliegen, um dann noch höhnisch zu lachen oder uns zu sagen, wie es richtig gegangen wäre, sondern dass du dann da bist als Retter, als Helfer, als Tröster, dass du uns wieder aufrichten möchtest. Und wir bringen dir insbesondere jetzt auch Menschen, denen es mit dem Motorrad in der Vergangenheit nicht geglückt ist, die sich tatsächlich hingelegt haben, die einen Unfall erlitten haben und wo sich das Leben jetzt vielleicht total verändert hat durch schlimme Verletzungen oder für die Angehörigen dadurch, dass jemand wirklich sein Leben gelassen hat. Wir wollen dich bitten, dass du diesen Menschen in besonderer Weise beistehst, dass du ihnen begegnest mit deiner aufrichtenden Liebe. Und dass du ihnen auch Menschen an die Seite stellst, die ihnen diese Liebe zusprechen und auch erlebbar vorleben. Und da hilfst du uns selbst auch, solche Menschen zu sein. Besonders bitte ich dich auch für die Arbeit von CMA. Wir haben vorhin von diesem Trauerzelt gehört und ja, da gehört auch noch eine regelmäßige Trauerbegleitung dazu. Da wollen wir dich bitten, dass du allen, die diese Arbeit machen, gute, richtige Worte gibst, auch den Zugang zu den Herzen von trauernden und verzweifelten Menschen, aber auch sonst, wenn sie mit Motorradfahrern Begegnungen haben, dass du diese Begegnungen leitest und segnest und sie für beide Seiten wirklich hilfreich gestaltest, sodass die Leute, die Mitarbeiter von CMA begegnen, dass sie das als Bereicherung erleben und dass sie dort erfahren dürfen, dass ihr Leben auf neue Beine gestellt wird und sie wirklich frei und befreit das Leben neu einrichten und ausrichten können. Wir wollen dir danken für den Gottesdienst, wollen dir danken für das weitere Programm, was auch vor uns liegt, für die Gemeinschaft, die wir feiern dürfen, für das Essen, das es gleich gibt, die Ausfahrt. Und all das wollen wir in deine Hände legen und dich bitten, dass du uns noch weiterhin einen guten, einen gesegneten Tag schenkst, von dem wir lange zehren können. Segne du uns. Amen. Bevor es gleich noch weitere Erläuterungen und Erklärungen gibt, wie das Ganze weitergeht, singen wir jetzt noch ein gemeinsames Lied, das heißt Bei dir bleiben. Und während dem Lied wird eben auch die Kollekte eingesammelt, die wir gerne der Arbeit von CMA zur Verfügung stellen wollen. Also herzliche Einladung, sich daran zu beteiligen, an dieser Arbeit von CMA. Thank you.
jetzt, geht. War mein Fehler. Als letzten Teil im Gottesdienst gibt es immer eine ganz tolle Sache. Nämlich den Zuspruch, dass Gott selbst dabei ist, wenn wir wieder die Tür verlassen, wenn wir rausgehen. Das ist der Segen. Den spricht Gott uns zu, damit seine Kraft, seine Wirklichkeit in unser Leben hinein, in dein Leben hinein. Und das wollen wir jetzt zum Schluss auch noch machen. Ich lade euch ein, zu diesem Segenszuspruch aufzustehen. Und ich möchte euch einen Segenszuspruch lesen. Das ist ein irischer Segen. Ich denke, der passt auch sehr gut für die Situation beim Unterwegssein, auf dem Motorrad, im Auto, als Fußgänger, wo auch immer. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.